Huhu, ich bin wieder da. Und ihr vielleicht auch oder seid nur reingekommen, egal. Wie ihr wahrscheinlich hört, bin ich noch etwas erkältet, aber nichtsdestotrotz wollte ich euch mit einem weiteren Video belästigen. Es macht mir momentan echt Spaß und ich lasse mich von der kleinen Erkältung doch nicht aufhalten. Auch wenn ich mich momentan anscheinend selbst unterhalte, aber egal. Vielleicht stolpert ja jemand über dieses Video und findet das irgendwie lustig, interessant. Wer weiß. Wie ihr im Titel wahrscheinlich gelesen habt, es geht heute grob ums Tanken. Auf die Idee bin ich gekommen, weil ich arbeite momentan als Minijob bei einer Tankstelle als Kassierer und da passiert das ein oder andere doch faszinierende und seltsame. Etwas sehr Lustiges zum Beispiel ist letzte Woche passiert. Da gab es das Problem, dass uns der Diesel ausgegangen ist. Der war einfach leer. Der Tanker war bestellt, der war aber irgendwie im Stau und noch nicht da. Auch die letzten 2 Stunden vor Schluss, wo es halt wirklich leer war, kam kein Laster. Das mitgekriegt haben wir, dass das leer war. Unsere Maschine hat die doofe Eigenheit, wenn der Tank leer ist und jemand tanken möchte, fängt die irgendwann zu rauchen. Das wusste ich nicht. War auch vorher noch nie passiert, dass das Ding leer wird. Aber auf einmal raucht die Säule. So. Was macht Kunde? Steht daneben, guckt doof den Rauch an und tankt weiter. Dass weder der Zähler höher geht oder dass noch mehr Rauch wird, war ihm erstmal vollkommen egal. Wie ich dann rausgegangen bin, um zu gucken, was denn da raucht, sehe ich den Kunden, der da auf die Tafel guckt. Nichts tut sich mit der Zapfpistole im Auto und der wartet die Zeit halt ab, bis der Rauch eventuell aufhört oder die Zahl weitergeht, was weiß ich. Ja, war ein sehr skurriles Bild. Auch, dass man irgendwie nicht auf den Trichter kommt, die Zahl wird nicht größer. Das Ding raucht. Eine Zapfsäule, die raucht, ist ja immer ein gutes Zeichen. Dann einfach mal die Pistole auszumachen und die zurückzustecken. Oder überhaupt generell das Tanken zu unterbrechen, ist dem guten Herrn anscheinend nie gekommen. Erst wie ich dann dazugestoßen bin und ihn darauf hingewiesen habe, dass das Ding leer ist und dass er bitte aufhören soll zu tanken, hat er dann auch tatsächlich aufgehört zu tanken und die Zapfpistole zurückgesteckt. So. Kunde war dann halt, naja, interessiert, ob auch alle Zapfanlagen leer sind. Das ist natürlich, sind die leer. Das Problem ist, bei einer Tankstelle, die hat ja nicht für jede Zapfanlage einen Tank. Nee, das ist ein großer für alle. Und der ist halt leer. Da kommt nichts mehr. Ich habe dann den Kunden halt fertig abkassiert. Er war traurig. Ich konnte nichts ändern. Ich konnte jetzt keinen Diesel irgendwo herzaubern. Der LKW war ja unterwegs. Der sollte dann im Laufe der Schicht kommen. Wohlgemerkt, ich hatte nur noch 2 Stunden bis zur Schichtende. Dann habe ich natürlich erstmal, weil Diesel war ja leer, muss hier irgendwo verständlich gemacht werden, alle Zapfsäulen, also alle Zapfpistolen abgeschlossen, dass keiner auf die Idee kommt, weiter zu tanken, weil, wie gesagt, das Ding raucht. Und irgendwie scheint das die Leute auch nicht zu hindern. Es wird einfach weiter getankt, das Ding raucht so munter vor sich hin. Kann ja nichts schief gehen an der Tankstelle, wenn es raucht. Ist ja nicht so schlimm. So, wie dem auch sei. Zapfpistolen alle abgesperrt, überall ein großes Schild dran gemacht, das leer dran stand. Und wir möchten nicht wissen, wie viele Leute tatsächlich bei uns wieder reingekommen sind, um zu fragen, ob der Diesel wirklich leer ist. Auch wenn da einmal querbeet drüber steht, leer, kann es ja eventuell sein, wir haben irgendwo Diesel versteckt. Oder keine Ahnung. Ist zwar blöd, ich kann auch leider nichts dafür, aber war doch sehr lustig, dass fast jeder, der Diesel tanken wollte, tatsächlich reingekommen ist, nochmal nachzufragen, ob denn auch wirklich alles leer ist. Ist ja nicht so, dass das, wenn das nicht leer wäre, dann kein Zettel dran stehen würde, dass es halt leer ist. Oder die Zapfpistolen fest sind. War ein doch sehr lustiger Abend. Auch für mich das erste Mal, dass die Dinger leer sind und die Dinger qualmen. Wusste ja selber nicht, dass die überhaupt qualmen, wenn die leer sind. Wird wahrscheinlich einfach die Pumpe sein, die sich überhitzt. Auch im Generellen scheint das Tanken manchmal echt schwierig zu sein. Wir haben öfters, ja, der Klassiker halt, Tankdeckel an der falschen Seite und dann irgendwie versucht, den Schlauch aus der Verankerung zu ziehen, dass man doch noch ums Auto kommt, weil man so weit weggeparkt hat. Sieht manchmal sehr, sehr lustig aus. Wir hatten auch schon ein paar Mal dabei, dass die Kunden, die unsere diese Schläuche aus der Verankerung gerissen haben, dass sie dann doch vielleicht eventuell noch übers Auto rumkommen. Das Lustigste, was mir jetzt passiert ist, neben dem Kunden, der sich über den Rauch wundert und nicht aufhört zu tanken,
war eine Dame, die kam mit einem Auto angefahren, stellt sich an die Zapfsäule, Tankdeckel an der falschen Seite. So, okay, kein Problem. Entweder halt gleiche Aktion, zieht den Schlauch lang und versucht so zu tanken, oder man parkt um, weil war ja frei, waren 4 Zapfsäulen und kein anderes Auto da. Was macht die Dame? Anstatt die dann halt, was weiß ich, auf dem Parkplatz fährt von mir aus, um großzügig auszuholen, um problemfrei andersrum dran zu fahren, fährt die Dame einmal auf die andere Seite und stellt sich genauso, wie sie vorher auf der einen Seite stand, auf der anderen. Der Tankdeckel war halt immer noch auf der falschen Seite. Dieses Schauspiel wiederholte sich, ja, ich glaube 4-mal ist sie tatsächlich, um die Zapfanlage rumzufahren, um genau so wieder stehen zu bleiben mit dem Deckel auf der falschen Seite. Bis es ihr dann irgendwann auch selber aufgefallen ist, sie falsch rum in unsere Waschanlage reinfährt, um dann zu drehen und sich endlich passend hinzustellen. Ich stand auch nur an der Kasse und konnte nicht glauben, dass tatsächlich jemand diese Leistung vollbracht hat. War irre lustig, aber in dem Moment denkt man, da springt gleich einer mit der versteckten Kamera um die Ecke und verarscht einen. Oder hat einen verarscht. Oder was auch immer wieder mal passiert. Das sind Kunden, die reinkommen und fragen, welche Sprit denn in ihr Auto müsste. Ob jetzt Diesel, Super oder Super Plus. Ja, ist für mich halt ein bisschen schwierig. Ich habe selbst keine Ahnung von Autos und je nachdem, was halt für Motor drin ist. Das ist dann auch immer sehr lustig. Kommt zur Tankstelle. Ja, was tanke ich denn eigentlich? Doof. Wie gesagt, das ist jetzt für mich auch eine schwierige Frage, weil ich kenne das Auto nicht, ich kenne den Motor nicht und ich habe auch keine Ahnung von Autos. Gut, oft hilft es einfach in den Tank reinzugucken, ob ein großes oder ein kleines Loch. Dann sind aber manchmal die Leute verwirrt. Okay, Diesel ist es schon mal nicht, aber jetzt Super? Oder E5? Oder E10? Oder der Super Plus? Was muss ich jetzt nehmen? Oder auch wieder der Klassiker bei uns. Kommen immer gerade etwas ältere Herrschaften zu uns hinein. Ist halt uns bei Älteren halt wirklich aufgefallen. Ja, eure Zapfpistolen stellen sich nicht fest. Bei den nächsten Kunden funktioniert's. Immer nur bei den gleichen Herrschaften funktioniert die Zapfpistole aus irgendeinem Grund nicht, sich festzustellen. Ich weiß jetzt nicht, ob es an der Zapfpistole liegt oder an den Herrschaften. Was auch gut ist, wir haben einen älteren Herrn, der verarscht immer unseren neuen Kollegen. Der kommt dann immer so, ja, immer wenn eine neue Kollegin ist und nicht gerade Jahreswechsel, es wird kälter oder wärmer, kommt der herein und möchte dann je nachdem entweder einen Sommer- oder einen Winterdiesel. Lässt sich von seiner Mission auch nicht abbringen, bis die Kollegin komplett verwirrt ist. Weil ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren es schon keinen Sommer- oder Winterdiesel mehr gibt. Es ist jetzt immer nur noch eins. Den letzten beiden Frauen, also den letzten beiden Kolleginnen, die ich eingearbeitet habe, habe ich mir den Tipp gegeben, falls dieser Mann wirklich kommen würde, einfach mal nach hinten gehen und sagen, ich schalte um. Dann ist nämlich er der Verwirrte und nicht sie. Ich bin nämlich auf ihn auch reingefallen. Ich kam auch im Winter. Ich möchte jetzt Winterdiesel haben. Ich stand da vorne, was zur Hölle soll ich jetzt tun? Wir haben, soweit ich weiß, nur ein Diesel. Stand so wie der Ochs vom Berg und wusste nicht weiter. Fand unser Chef sehr lustig. Der war in dem Moment nicht dabei und hat mich dann aufgeklärt. Ja, war ein sehr schöner Tag. So, das war's jetzt erstmal fürs Erste. Es gibt bestimmt noch weitere Videos über die Tankstelle. Weil da passieren manchmal so faszinierende und lustige Sachen, das mag man teilweise kaum glauben. So, dann danke fürs Reinschauen und danke fürs Zuhören und einen schönen Tag euch noch. Ciao!